Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ich würde mit der einen hier jetzt schon mal quatschen wollen. What do you want? Where the hell is my sister? And who the hell are you? I'm Cyrus, brother of Azara, and I demand to know where she is. I'm the one asking the questions. How did you get into the lighthouse? One of your men, a prisoner of Richten's, gave me a key before he died of his wounds. And your code is keeping the local crazies up. Thrown into the catacombs you were. Well, you've been busy. I'm impressed by your skill. Where's Azara? Or is Azara in deep? Just tell me where my sister is now. It is not my place to give you that information. You need to talk to Balco, head of the Restless League. Okay, I know my sister is in the room. I'm not sure why I am even talking to you. How do I even know you are who you say you are? I'm going to need some proof. Okay, Basil. Take me to Basil if you're just as running, girl. Basil doesn't just speak to anyone, especially a fool who'd use the signal during the day with all the Imperial warships around. If they find our hideout crap, be sure you will be the first one we'll kill. Proof Imperial warship hideout? Proof? Of what? Proof that you deserve the League's attention. Something that shows me I'm not taking a huge risk sailing you up the hideout. Imperial warship hideout leaks attention, after gold risk. Alter, wie viel? Surely you found a way to deal with Richten's fleet. I don't only to avoid them, not make them ship to ship. I heard you torched his flagship a while back. A fly attack of ours. We have the passion, but not the means to tackle his ships in the open seas. We choose to remain in the shadows. Da hinten wieder so ein Hai. The governor to keep one eye open when he sleeps and check his closet for cutthroats. What makes you so sure others don't know where your hideout is? No one knows the waters around Strath Makai like the rest of the League. We move in the shadows and in lines they don't even know exist. Okay. I thought I already had your attention. A couple of your boys tried to take the ship I sailed in on. That was you? Unnecessary raid, I'm afraid. Captain Brennan has been moving a lot of goods for the Empire, but because of your involvement, that one we'll have to wait on. Brennan is dead. Well, I already took care of that one. I hope you did it with style, but it's not good enough to get you to the League. Okay, after gold. Look, if it's gold you pirates want. Surely you know by now we're not about wealth and thievery. This is about honor, Redguard history, and the Imperial cancer that plagues Hammerfell. Come on. Scoff if you like, shore dog. But if I'm going to put my neck on the line sailing you out to the League, you'll need to bring me a sign of trust, not gold. Okay, risk? Risk. Is that what you're worried about? I've taken 10 lives worth of them. And as far as I'm concerned, talking to you is one of them. Those are your risks, not mine. Don't lecture me on your life of adventure either. I need nothing from you. And you need my help. I'm doing you a favor by staying here this long. I'll be back with your proof. I'll give you a few hours, no more. I'm not waiting around for the Imperials. Okay, warte mal. Ah, nein, da wollte ich jetzt nicht. Okay, jetzt ist die Frage, was müssen wir machen? In response to the signal from the lighthouse, a ship captained a Redguard woman arrived. The captain of the ship that respond to the leak signal from the lighthouse won't cooperate unless she is given proof that I am worthy of the leak's attention. Sufficient proof to justify the risk of sailing me to the League's hideout. Warte mal. Irgendwas, Lakin hatte doch, ja. Hier, haben wir schon, Lakin. So, Cassandra says Lakin, a local handyman, came to her to replace an antique silver locket of his wife's that Lakin lost while gambling in the smuggler's den. When Cassandra said that she couldn't help him, he was quite distressed. Ich glaube, wir müssen da was machen. Mit Lakin. Ich glaube, er kann uns helfen. Er hat ja Kontakt mit der Restless League. So, was ist denn das hier eigentlich?
So. Ich habe keine Ahnung. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich irgendwas hiervon nutzen? Von den Items, die ich habe? Kaufe, glaube ich nicht. Wofür ist eigentlich hier Canna-Feather? Fever. It doesn't do anything by itself. Muss ich schon in eine gewisse Richtung gucken? Vielleicht so? Nochmal einen Schritt dahin. I can't use this by itself. Okay, dann halt nicht. Ich hatte jetzt kurz gehofft gehabt, dass das hier vielleicht so ein Schnellreiseding ist, so ein Teleporter. Und die Feder vielleicht da hilft, aber anscheinend ja nicht. Na egal, dann gehen wir so zurück und reden mal mit Lakin. Da müsste jetzt bestimmt irgendwas Neues bei ihm sein. Und wofür die Bücher sind, muss ich auch noch rausfinden. Die haben wir jetzt gekauft und habe keinen Plan, ob die uns was bringen. Ah ja, genau. Das Ding wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade wenig Bock, mit dem irgendwas zu tun zu haben. Jetzt gerade. Vielleicht später. Vielleicht ein andermal. Die sind ja gerade hier. Können aber auch mal diesen einen anderen Weg dahin gehen. Die sind ja auch noch hinter uns her. Wir können mal zu den Brücken gehen. Mal gucken, was die Brücken uns bringen. So, genau. War doch hier entlang, meine ich. Out of my way. You won't escape. Ja, hier die Statue halt wieder. Und hier haben wir den Weg. Oder? Ist das der Weg? Sieht das ja danach aus. Hallo? Ich wollte schon sagen, warum läuft er jetzt nicht? Ich würde sagen, wir rennen an denen aber jetzt erstmal vorbei, weil ich jetzt nicht genug Health Potions habe, beziehungsweise gar keine Health Potions. Aber das Wasser, können wir halt als Health Potions mitnutzen. Jetzt will ich aber wissen, wo das hier hinführt. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, waren wir hier schon mal eigentlich hochgelaufen? Bis zu einem gewissen Bereich, oder? Aber großartig weit sind wir jetzt hier auch nicht hingegangen. Durchgegangen. Surrender now! Ja, die hassen uns alle gerade, die Kaiserlichen. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo wir hinkommen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wo wir hinkommen. Wir sind oben an der Brücke, okay. Aber noch nicht ganz oben. Aber das ist der Weg zur Brücke hoch, alles klar. So, an den beiden rennen wir auch mal vorbei. I'll spill yours yet. You won't escape. There he is. Ja, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Put it down. I have this rebel. Na, ich bin kein Rebell. Ich bin nur ein Rebell, weil ihr mich so nennt, ja? Read Poster. Okay, bis gleich. Wieder abgeschmiert. So, da bin ich auch wieder. Wir sind jetzt auch wieder hier oben. Ich habe vom letzten Speicherstand bis hier hoch nochmal Authorized Personal Only nochmal alles bis hier oben hin nochmal durchgelesen. So, ich glaube, hier oben sind wir sicher. Sieht aber
schon sehr komisch aus. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Können wir damit irgendwas machen? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Dwarven hat er gesagt. Okay. Versuchen wir mal damit. Shabbos. Eh, ihr Work. Stu in da. Bathark. Ihr Word. She. Amrate. Yo, es geht rein. Warte, bevor wir reingehen, Safe Game. Nicht, dass es gleich wieder abschmiert. So, und rein. Jetzt bin ich gespannt, was da... Alter, was ist das denn für ein Ding? Jetzt bin ich gespannt. Aber das ist ja noch eine Dwemer-Mine. Oder Ruine. Oh, hier sind zwei tote Wachen. Können wir looten? Nee. Können wir nicht looten. Was? Okay. Okay, das ist super. Okay, interessant. Jedes dieser Felder macht uns Schaden. Okay, was müssen wir aber machen? Müssen wir hier hoch? Okay. Können wir nicht hoch. Was müssen wir dann machen? Müssen wir einen der Felder hier drücken? Ja, wir werden jetzt eh gleich drauf gehen. Machen wir uns einmal kaputt. Laden nochmal neu. Ja. Und gehen dann nochmal rein. So, lädt ein bisschen länger jetzt. So, und jetzt nochmal Ladebildschirm. Ich glaube, wir speichern jetzt gleich erstmal drin. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, noch ein Safe Game drin zu machen. So. Erstmal wieder hell werden lassen. Ja. So, safe. Safe. Müssen wir hier vielleicht hoch? Nee. Nein, nicht da drauf. Okay, der läuft trotzdem immer gerne da drauf. Hier kann ich aber nichts drauf. Ja, Cyrus. Okay. Können wir jetzt hier vielleicht dran? Jo, tatsächlich. Gucken wir mal, in welche Richtung wir müssen. Jetzt kommt jetzt... ne, doch nicht. Okay. Hier kann man runterfallen. So, und okay. Health Potion. Und es klingt, als wäre da unten Lava. So, nehmen wir mal mit. Gold nehmen wir auch mit.
Ja, da unten ist wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Lava. Das sieht so aus, als könnten wir hier drauf. Ja. Ah, okay. Pick up Gold? Wo? Da. Hier gibt es aber viel Gold. Und da vorne gibt es nochmal Health Potion. So, Cyrus, vorsichtig hier. So, ein kleines bisschen. Ich mache hier ein Safe Game für den Fall, dass wir jetzt runterfallen sollten. So. Und los. Boah, geil. Haben wir geschafft. Nein, nicht springen. Mitnehmen. Genau, Health Potion. Genau, Schwert bitte wieder einstecken. Gold nehmen wir auch mit. Oh, hier geht es ja weiter. Okay, hier gibt es Waffen. Wie tief ist denn das? Einfach fallen lassen. Jo. Gut gemacht, Cyrus. Ich mache hier einmal ein Safe Game. So. Dann gehen wir mal darum. Ah, okay, warte mal. Hier kommen wir nicht weiter. Nicht auf dem normalen, regulären Weg. Wir müssen da runter. Nein? So, die Frage, was machen wir jetzt hier unten? Da können wir nicht durch, okay. Da können wir auch nicht. Doch, da können wir durch. Ah, oh, hier gibt es Health Potions. Die muss ich gleich einsammeln. So, was passiert, wenn wir hier drauf drücken? Oder hier? Passiert nichts. So. Einsammeln. Hey. Was soll denn das? So. Okay, hier passiert sonst nichts. Hier ist auch nichts. Nicht, dass ich jetzt hier stecken bleibe. Nee. Ich habe so ein Gefühl, hier bleibe ich jetzt stecken. Hier komme ich nicht mehr raus. Oder doch? Nee, hier kommen wir nicht raus. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Das Spiel ruckelt aber auch echt schön. Passiert auch nichts. Was muss ich machen? Ich glaube, ich muss da hoch. Ich weiß aber nicht wie. Und da hochschwimmen kann ich jetzt auch schlecht. Was ich kann, ist die beiden da ausschalten. Zumindest. Oder auch nicht. Ich kann hier auch runterfallen. Geht auch in Ordnung. Habe ich kein Problem mit.
nicht wüsste, was ich machen muss. Nein, ich wollte hier drauf. Aua. Ah, okay. Ah. Kann ich da? Nein. Ich glaube, ich muss gleich nochmal laden. So, nochmal hier hoch. Autsch. Ja, macht mich kaputt, kommt. Meinetwegen macht mich kaputt. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Das sieht so aus. Da ah! Die haben sich runter bewegt, die Dinger. Habt ihr das gesehen? Okay, das heißt, wir müssen einen nach dem anderen da kaputt machen. Von den Dudes. So. Komm, geh drauf. Einfach drauf gehen, ja? Hey, was bist du jetzt? Alter. Gegen zwei gleichzeitig ist echt nicht nice. Ja, wir gehen gleich drauf. Wir müssen erstmal einen von denen anlocken. Und dann den ersten kaputt machen. Ja, wir machen erstmal einen kaputt, locken an. Wir gehen erstmal ganz entspannt darüber. Locken den ersten an, machen den kaputt und dann den zweiten. Die Statuen bewegen sich langsam runter. Ist euch gerade aufgefallen? Also die Schwerter. So. Na komm. Komm, ich mach dich kaputt. Ich treffe dich nicht einmal. Aber mich trifft er aber. Ah, ich muss dann gedrückt halten, okay. Aber da passiert nichts. Ja, nice. So, ersten erledigt. Safe Game. Ich wusste jetzt aber nicht, dass ich es gedrückt halten muss, um schneller zu kämpfen. So, wo ist der zweite Dude? Da. It's one of the pirates. Ja, komm. Also gedrückt halten ist er jetzt, dass er so schnell kämpft hier, Cyrus. Okay, und tot ist er. Ja, ich will nicht das Gold, ich will die Health Potions. Ach, hier ist auch noch Gold. So, und Health Potion. Nehmen wir auch noch mit. So. Können wir jetzt auch nochmal Safe Game machen. Dann haben wir beide besiegt. So. Und dann können wir das da ausprobieren.
Was passiert, wenn wir da drauf gehen? Also das Ding hat sich ja bewegt, als wir da drauf standen. Hat mir gar nicht gefallen. Okay. Was hat er jetzt gemacht? Was ist damit? Der bewegt sich auf. Die kurze Zeit ist dann hier offen. Da hinten gibt es Health Potions. Und hier gibt es Gold. Okay, das ist interessant. Das ist gut zu wissen. Warte mal, das ist wahrscheinlich der andere Typ. Da ist ein Hebel. So, und los. Cyrus, das schaffst du. Ah, und es bleibt jetzt offen. Okay. Dann machen wir die andere Tür auch. Oder auch nicht. So, muss ich... Steck die Waffe wieder an, Cyrus. Du musst den Lever... den Hebel betätigen. Boah, was habe ich gerade für eine Aussprache? So. Bewegt er sich? Nee, hat er sich jetzt nicht bewegt. So, jetzt ganz schnell. Muss ich anders machen. Und ruckel, ruckel. So, noch einen kleinen Schritt. Nein. Ganz klein. Ja. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt geht wieder zu. Und hier gab es ja noch was zum Einsammeln. Hier irgendwo. Genau, hier, Health Potion. Oh, nicht das Schwert, Cyrus. Das Ding da. Die brauchen wir. Da, nicht zurück. Kein Rückwärtsgang, bitte. Hier geht es aber auch noch weiter. Ob wir den Sprung schaffen, das bezweifle ich mal. So. Aber dafür machen wir dann lieber jetzt nochmal ein Safe Game. So. Und wagen den Sprung in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.